Wer schaut noch Fernsehen? Also fast keiner mehr. Ich. Aber ich bin eine andere Generation. Schaust du wirklich fern noch? Ja. Ja. Du hast aber nicht den richtigen Filter, gell? Pass auf, ich zeig dir das. Ureinfach, schau her, da oben. Ja, und dann nimmst du strahlend. Aha. Und jetzt mach ein Foto. Ich hätte aber auch die Face-App, die ich mir runtergeladen habe. Die habe ich auch. Hast du bezahlt oder nicht dafür? Ich weiß nicht mehr, ich glaube nicht. Ich habe mich da vor 2 Jahren schon runtergeladen. Ich weiß nicht, warum jetzt alle so deppert sind auf das. Ja, aber hast du das, wo du dich alt machen kannst und als Frau? Ja, als Mädel bin ich schier. Aber das habe ich eh schon gewusst, das hat meine Oma schon gesagt, wie ich klar war, mit der Nase, gut, dass er Purwan ist als Mal, den hätte man nie abgebracht, hat sie gesagt, die Oma. Ja, ja. Das ist eine sehr realistische Einschätzung. Warum wir dich eingeladen haben? Weil du bist ja bekannt dafür, dass du einen exklusiven, einzigartigen Style hast. Du fallst auf unter den Österreichern. Wirklich, wahr? Schon. Du bist natürlich noch sehr jung, das heißt, die Sünden aus den 80ern und 90ern sind dir verborgen geblieben, nicht? Wenn du was da herkommst. Bist. So Blouseau-Jacken. Blouseau-Jacken, da waren natürlich die Schulterpölster. Ja. Da sind alle wie die Cornettos daherkommen. Und wenn du den Mantel ausgezogen hast, warst du so Lette mit Schultern natürlich. Ja. Aber da hat schon ordentliche Sünden gegeben, nicht? Ich hatte sogar einen, aber das dürfen wir nicht, mit den weißen Socken und mit den offenen Schuhen. Das dürfen wir nicht. Sandalen und Socken, die werden angeklagt wegen Sandalismus. Ja, genau. Kaufst du viel ein? Ich glaube schon. Ich schätze eigentlich dich ein, dass du viel einkaufst. Ich kaufe auch nicht gerne ein. Aber ich freue mich wahnsinnig, wenn ich günstig einkaufe. Da freue ich mich wahnsinnig. Wenn irgendwas Sonderangebot ist. So im Sale, oder und was? Im Sale, aber das muss auch passieren. Also ich bin ja der Typ, der wahrscheinlich am Montag um 9 Uhr der SCS ist, weil da keine Leute sind. Alles andere ist unnötig. Und das muss gehen innerhalb von einer Stunde, muss aber alles dabei sein. Kann ich das trinken, Ramon? Ganz kurz. Ja. Ja. Man weiß das nie, weil bei uns die Dekoration manchmal aus. Ja, ich denke mir, das schaut aus, als würde schon zwei Saisonen da stehen. Ich trinke lieber das Wasser, was ich mir mitgenommen habe. Sehr gut, ja. Aha, das ist übrigens kein Alkohol, das ist, was ist das eigentlich? Red Bull? Ja. Red Bull? Ja. Und warum hat das... Ist als erstes, also wir hat das für eine Farbe Red Bull? Ich weiß ja keiner, das hat alles auf Dosen. Na, wir passen das an dem Outfit unseres Gastes. Wirklich, wahr? Ja. Ich mache den Zustand blau. Ja. Naja, bitte. Wie schmeckt es? Nein, grauslich, furchtbar. Schmeckt noch schlechter als in der Dose, schmeckt natürlich. Ja, furchtbar. Ja, es ist auch warm, also deswegen. Wie schaut eigentlich deiner Meinung nach der Ur-Wiener aus? Der richtige Wiener, wie ist der angezogen? Ich glaube, vom Outfit, das ist schwer zu sagen, weil der Wiener, für den ist das nicht wichtig, die Panier, wie er sagt. Die Panier ist für den Wiener nicht wichtig. Das hört man auch nur hier, gell? Die Panier, ja, die Panier, das ist, der Wiener, das ist so, kann man ganz schwer beschreiben, das ist so eine Haltung, die man hat, eine innere, ja. So. Da gehört der Dialekt ein bisschen dazu. Der Dialekt gehört ganz wesentlich dazu. Bist du eigentlich richtiger Wiener oder bist du Niederösterreicher? Nein, ich wohne in Niederösterreich, bin gebürtiger Wiener, in Hals, im göttlichen Heiland bin ich auf die Welt gekommen. Und ich habe eine wahnsinnige Affinität zum Wienerischen, weil ich bin mit 16, war ich Schulabbrecher und bin sozusagen von der Gymnasiumschicht in die Arbeiterschicht gekommen, weil ich eine Lehre machen musste. Der Wunsch des Schauspielers war mir nicht gleich gewährt, den musste ich mir mühsam erarbeiten im Elternhaus. Aber wann hast du dann angefangen? Mit 20 oder was? Oder mit 16 nebenbei und mit 20 so professionell. Ja, cool. Ja, knappe 34 Jahre her, das geht. Das sieht man dir nicht an, ja. Das war Wahnsinn, ja. Ja, viele Kilometer. Ja. Und da habe ich gelernt, in der Arbeiterschicht, da lernst du und da liebst du den Wiener so richtig kennen. Das ist einfach so was Erdiges, Ehrliches, was ganz Eigenes. Also ich weiß nicht, welche Mentalität dem Wiener ähnlich ist. Gar keine, glaube ich. Gar keine, ja. Bist du sportlich eigentlich? Entschuldigung, das ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Also sieht man dich auch im Sportoutfit? Ja. Was für eine Fußballhose? Nein, ich war heute im Fitnesscenter zum Beispiel am Vormittag. Ach so. Da siehst du mich, ja. Im ganz engen Muskelshirt? Nein, überhaupt nicht. Nein, einfach so eine weite Trainingsshirt und ein Funktionsleiberl aus. Für dein Alter hast du noch sehr dichtes und kräftiges Haar. Dankeschön. Stelle ich fest. Dankeschön. Was ist dein, nimmst du irgendwas? Ja, ich nehme was. Ich wasche es mit Wasser. Ja, okay. Und dann habe ich so eine magical Döschen. Da steht oben Shampoo. Nein. Und das mache ich so jeden dritten Aber Tag. Was ist Nein, ich habe hab Glück. Shampoo. Was für die Rollen hast du oft zu Proleten gespielt auch eigentlich? Ja. Aber ist das der Look, den du da privat auch getragen hast? Eigentlich nicht, aber das geht bei mir. Warum das so ist, ist wahrscheinlich eine Art Gabe. Mir brauchst du nur ein Flins alleine geben und so ein ärmelloses Leiberl und ich bin der ärgste Sauproleter. Ja, und dadurch war ich halt Boxer, Autoverkäufer, Bademeister und Ähnliches gespielt. Das ist ja die große Kunst im Leben, dass man mit wenig auskommt. Oder wie die Coco Chanel es einmal gesagt hat, die besten Dinge im Leben kosten nichts und die zweitbesten sind sauteuer. Und das stimmt. Du, und ist das toll, wenn man zu dir kommt, sich das anschaut? Nein. Nein, weil man kriegt wirklich so viel Kriegt man noch Karten eigentlich? Man kriegt noch Karten für den 18. August. Kriegt man das noch? Ja,
Allerdings am Vormittag, also für Frühaufsteher ist das was, um 10.30 Uhr in der Chaunerbühne. Ja. Und das ist, ich glaube, die Karten kosten ab, schätze ich, so 20, 22 Euro aufwärts. Es gibt drei Kategorien. Und das ist ja das Tolle, du kriegst halt wirklich eine 90-Minuten-Show von drei wunderbaren Musikern und mir. Und das ist einfach schön. Und vor allem, bisschen Feeling. Wiener Feeling, also, ja. Also wenn ich Zeit hätte, würde ich da schon hinkommen. Das würde mich echt interessieren. Würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns dort wiedersehen. Ich hoffe, ich würde es verstehen. Ich denke schon. Du bist ja eine schlaue Maus. Ja, genau. Und da sehe ich keine großen Probleme. Aber wenn nicht, dann lässt du dich einfach in das vom, dann lasse ich von, mich mit dem in diese Aura, in diese Aura fangen und genieße den Wiener Flow. Sehr gut. Das machen wir.